Wir treten damit in die Tagesordnung ein und kommen im Punkt 2 zur Fragestunde. In der ersten Runde beginnt die Fraktion Die Linke. Herr Schollbach, bitte. Herr erster Bürgermeister, ich habe folgende Frage und will kurz den Sachverhalt dazu beschreiben. Am 21. April wurde bekanntlich für die Stadt Dresden eine Haushaltssperre verhängt und diese Haushaltssperre wurde über alle konsumtiven und investiven Ausgaben der Stadt verfügt. Wir von der Fraktion Die Linke sehen die Gefahr, dass mit dieser Sperre negative soziale, kulturelle und wirtschaftliche Folgen der Corona-Pandemie verschärft werden, anstatt diese zu mildern. Wir haben deshalb bereits am 14. Mai einen entsprechenden Antrag vorgelegt, der die zielgerichtete Aufhebung der Haushaltssperre für konkrete Bereiche zum Inhalt hat, etwa für Anschaffungskosten der städtischen Bibliotheken, für die Sportförderung oder bisher nicht gebundene Mittel der Stadtbezirksbeiräte. Vor einigen Tagen, nämlich genau am 27. Mai, ist nun aufgrund eines Erlasses des sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Anwendung des Gemeindewirtschaftsrechts im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie im Freistaat Sachsen die Pflicht zum Verhängen haushaltswirtschaftlicher Sperren entfallen. Der Staatsminister des Innern, Roland Wöller, ist jetzt kein Sozialist, der begründete diesen Schritt wie folgt. Zitat, unsere Kommunen müssen diese außergewöhnliche Notsituation bewältigen, deren Eintritt für sie weder vorhersehbar war, noch von Seiten des Bundes oder Landes hätte verhindert werden können. Sie müssen deshalb so handlungsfähig sein, dass sie diesen besonderen Herausforderungen flexibel und unbürokratisch Rechnung tragen können. Zitat Ende. Und der Präsident des Sächsischen Städte- und Gemeindetages, Bert Wenscher, der begrüßte diese haushaltsrechtlichen Erleichterungen ebenfalls, Zitat, die sächsischen Kommunen haben damit einen haushaltsrechtlichen Begleitschutz zu dem mit der Staatsregierung vereinbarten kommunalen Schutzschirm erhalten, Zitat Ende. Und vor diesem Hintergrund möchte ich jetzt folgende Frage stellen. Wann wurde denn die vollständige oder gegebenenfalls teilweise Aufhebung der verhängten Haushaltssperre jeweils mit welchem Ergebnis geprüft? Vielen Dank. Vielen Dank. Die Beantwortung übernimmt Kollege Dr. Lams. Ja, sehr geehrter Herr Schollbach, ich verstehe die Frage so, dass Sie jetzt zunächst einmal dann doch eher nach der generellen Aufhebung dieser Maßnahme fragen. Und da kann ich antworten, es wird permanent geprüft, weil wir natürlich ständig auch neue Informationen bekommen und uns mit denen auseinanderzusetzen haben. Über die letzte Prüfung ist im Finanzausschuss auch berichtet worden, wo wir dargestellt haben, welche Auswirkungen sich aus der Steuerschätzung vom Mai dieses Jahres und den getroffenen Maßnahmen des Freistaates ergeben. Und dort haben wir dargelegt, dass wir nach wie vor mit erheblichen Fehlbeträgen zu rechnen haben gegenüber unseren Planungen und aufgrund dessen auch an dem Instrument festhalten. Diese Prüfung wird fortgesetzt. Natürlich werten wir zurzeit die Maßnahmen aus, die jetzt von der Bundesregierung in Aussicht gestellt worden sind, wobei da in der konkreten Auswirkung erst recht für das laufende Haushaltsjahr noch große Fragezeichen sind. Wir nicht genau wissen, wie es sich auswirken wird und wir natürlich auch die Auswirkungen in den folgenden Haushaltsjahren zu berücksichtigen haben. Aber die Antwort ist klar, es wird permanent geprüft, weil wir auch letztlich jeden Tag neue Informationen bekommen. Gut,
Dann erlaube ich mir, eine Nachfrage zu stellen. Sie hatten das schon bereits gestreift. Und zwar am heutigen Tag hat ja die Bundesregierung, die ja von der Großen Koalition aus CDU und SPD getragen wird, ein Konjunkturprogramm vorgestellt. Der Finanzminister Olaf Scholz, auch ein Sozialdemokrat, hat ja bereits vor einigen Monaten angekündigt, man werde, Zitat, eine Bazooka in die Hand nehmen, um die Folgen der Corona-Pandemie bewältigen zu können. Er hat in der heutigen Pressekonferenz zur Vorstellung des Konjunkturprogramms mehrfach, Zitat, von »Wir wollen mit Wumms aus der Krise kommen« gesprochen und hat für die Kommunen folgende Maßnahmen angekündigt. Zum einen, dass von per sofort dauerhaft die Kosten der Unterkunft zu 3/4 durch den Bund übernommen werden und zum Zweiten, dass die Hälfte der Ausfälle aus der Gewerbesteuer, der Ausfälle Corona-bedingt aus der Gewerbesteuer für die Jahre 20 und 21 durch den Bund übernommen werden. Und der Oberbürgermeister der Stadt Leipzig, der erklärte auf Frage nach seiner Einschätzung zu diesem Konjunkturprogramm im Deutschlandfunk am heutigen Tage das Folgende, ich darf das mal kurz zitieren: Ich glaube, das wird zünden, es wird helfen, wenn ich allein von unserem Haushalt ausgehe, wo ich sehe, 2020 werden wir durch diese Möglichkeiten, Land- und Bundesunterstützung, wahrscheinlich einen ausgeglichenen Haushalt hinbekommen, in die Planung 21 gehen. Das heißt, wir können investieren. 3/4 der Investitionen in Deutschland kommen in der kommunalen Ebene zustande. Das heißt, das ist die direkte regionale Wirtschaftsförderung und Wertschöpfung. Dann müsste es gelingen, auch durch diese Corona-bedingten Pausen hindurch die Ausgaben der öffentlichen Hand wirtschaftsfördernd und arbeitsplatzsichernd einzusetzen. Ich bin sehr zuversichtlich, muss ich sagen. Zitat Ende. Nun ist ja die Stadt Dresden und sind die Städte Dresden und Leipzig durchaus vergleichbar als Halbmillionenstädte im Freistaat Sachsen. Und vor diesem Hintergrund möchte ich fragen, wie ist denn die vorläufige Einschätzung der Stadtverwaltung zu dem Konjunkturprogramm der Bundesregierung und zu den finanziellen Folgen für die Landeshauptstadt Dresden? Ich freue mich, Herr Scholbach, dass Sie von der Arbeit des sozialdemokratischen Finanzministers auf Bundesebene in dieser Form begeistert sind. Das ist meines Erachtens auch berechtigt. Das Instrument, zu dem man hier gegriffen hat, die Entlastung bei den Kosten der Unterkunft, ist in der Tat ein Instrument, von dem Dresden auch profitieren kann und profitieren wird. Wir werden allerdings sehen müssen, wie das Instrument weitergereicht wird, dann durch die bekannt klebrigen Hände des Freistaates. Und was davon bei uns ankommt. Ich will es auch noch mal kurz erläutern. Wir haben zwei Mechanismen, deren Wirkung wir uns genau anschauen müssen. Also zum einen gibt es Vereinbarungen, Hinweise auch in den Texten des Freistaates, dass Hilfen vom Bund hälftig dem Freistaat dann auch zugutekommen. Wir werden abwarten müssen, wie das dann umgesetzt wird. Sprich die schon gewährten und von uns eingepreisten Hilfen des Freistaates reduzieren. Und zum Zweiten ist ja auch die Frage, werden tatsächlich die tatsächlich anfallenden Kosten der Unterkunft ersetzt? Oder geht man da von durchschnittlichen Kosten der Unterkunft in den Bedarfsgemeinschaften des Freistaates aus, was für uns einen großen Unterschied macht, weil bei uns Bedarfsgemeinschaften eben teurer sind. Und wenn wir da nur den Durchschnitt bekommen, dann ist die Entlastung insgesamt nicht so groß. Aber ich teile auch die Einschätzung, dass wir durchaus
zu einem vernünftigen Ende kommen können, was das Jahr 2020 angeht, und dass wir von den aus meiner Sicht sehr gefährlichen Erleichterungen des Freistaates, dass man nämlich einfach Lücken durch Kassenkredite schließen kann, nichts anderes steht in dem Erlass drin, der übrigens bis aus meiner Sicht bis heute auch der gesetzlichen Grundlage entbehrt, die ja per Entwurf der Staatsregierung jetzt erst unterwegs ist. Und wenn wir diese Maßnahmen bekommen, werden wir in der Tat für das Jahr 2020 einen gesetzeskonformen Haushaltsvollzug hier darstellen können. Mehr Sorge, und darum geht es auch bei den Maßnahmen, die wir ja miteinander besprechen, auch in der nächsten Woche mit den Ältesten besprechen wollen. Mehr Sorge macht uns die Haushaltsaufstellung der Jahre 2021, 2022. Und alles, was wir jetzt unternehmen, müssen wir eben auch dann als Ergebnis mitnehmen in die Haushalte, die wir für diese Jahre aufstellen wollen. Deswegen können wir weiterhin investieren, tun es ja auch, es ist keine Investition angehalten aus haushalterischen Gründen. Wir können die Investitionskraft zurzeit erhalten. Und wenn Sie sich jetzt an unserem Instrument der Haushaltssperre abarbeiten wollen, können Sie das gerne tun. Ich sage Ihnen zwei Bemerkungen dazu. Zum einen, es gibt eine Alternative zur Haushaltssperre und die heißt Sparprogramm. Das ist ein Weg, den Leipzig geht. Im Ergebnis kommen Sie da nicht auf wesentlich andere Ergebnisse. Und zum Zweiten bin ich, was diese haushaltsrechtliche Seite angeht, tendenziell ein Freund klarer Rechtslagen. Und das ist durch die Haushaltssperre gegeben. Sie fragen jetzt nicht nach dem, vielleicht kommt es noch, was Sie angekündigt haben, auch als Frage, was ich auch gerne beantworte, nämlich wie wir im Einzelnen, in den einzelnen Geschäftsbereichen damit umgegangen sind. Vielen Dank. Ich darf darauf aufmerksam machen, dass wir uns hier unter dem Tagesordnungspunkt Fragestunde bewegen und nicht in einer Generaldebatte, so interessant auch gerade die haushaltspolitische Lage aktuell auch ist und wir auch eine grundsätzliche Verständigung dadurch haben, die auch in unserem Regelwerk drin ist, wie die Fragestunde mit kurzen, präzisen Fragen und entsprechenden Antworten auch abläuft. Ich habe Sie aus Gründen der Höflichkeit, Herr Schollbach, bei Ihren längeren einführenden Ausführungen nicht unterbrochen, aber ich wäre sehr dankbar, wenn wir das für den Rest dieses Tagesordnungspunkte entsprechend beachten. Herr erster Bürgermeister, ich danke Ihnen für Ihre wohlwollende Nachsicht. Herr Finanzbürgermeister, ich wünschte, Sie würden bei mir dieselbe Begeisterung auslösen wie der Bundesminister der Finanzen, aber vielleicht gelingt Ihnen das ja noch. Ich möchte von meiner zweiten Nachfrage Gebrauch machen. Und zwar möchte ich gern wissen, gibt es denn Bereiche, für die ganz konkret die Aufhebung der verhängten Haushaltssperre geprüft worden ist? Und gibt es hierzu eine Entscheidung? Und wenn ja, wie lautet diese? Also ich rede lieber von der Freigabe von Mitteln, die erforderlich sind. Und insofern befinden wir uns in Abstimmung mit den Geschäftsbereichen. Die Geschäftsbereiche 1 bis 5 haben dazu entsprechende Anträge auch vorgelegt. Im Bereich des Sozialen haben wir bereits umfangreiche Freigaben vereinbart und auch bewerkstelligt. Das gilt auch für den Geschäftsbereich Bildung und Jugend im Bereich der Kindertagesstätten insbesondere. Heute Morgen gab es eine entsprechende Runde mit dem Geschäftsbereich Kultur und Tourismus, um dort eine pauschale Freigabe von Budgets zu erreichen. Des Weiteren reden wir zurzeit noch, und da wollen wir auch noch
insgesamt auch noch in einen Austausch mit den Ältesten eintreten, wie der Oberbürgermeister auch angekündigt hat, über den Bereich Sportförderung, über den Bereich Stadtbezirksbeiräte, Ortschaftsräte und weitere Bereiche, über die wir hier mit pauschalen Freigaben auch arbeiten wollen. Vielen Dank. Wir kommen zur nächsten Frage, SPD-Fraktion, Herr Drews. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, ich möchte gerne eine Anfrage stellen zum Thema Finanzierung des lokalen Handlungsprogramms Demokratie leben. Das lokale Handlungsprogramm Demokratie leben finanziert sich ja oder speist sich aus kommunalen Mitteln und aus Bundesmitteln des Bundesprogramms Demokratie leben. Und dabei ist es notwendig, dass ein Teil der kommunalen Mittel eingesetzt wird, um die Bundesmittel zu aktivieren und nutzen zu können. Und deswegen möchte ich auch vor dem Hintergrund der Haushaltssperre gern fragen, wie viele kommunale Mittel für das restliche Jahr 2020 notwendig wären, um die Bundesmittel aus dem Bundesprogramm Demokratie und Leben vollständig nutzen zu können und ob ein entsprechender Antrag zur Freigabe dieser Mittel von der Haushaltssperre vorliegt. Vielen Dank. Die Verwaltung dieser Mittel liegt ja im Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters. Insofern kann ich den Hinweis geben, dass im laufenden Jahr bereits ein Großteil der Mittel des Bundesprogramms Demokratie leben vorgebunden oder bereits verausgabt wurde. Hier ist nur noch ein kommunaler Eigenanteil von 2.800 € notwendig, um die Fördermittel vollständig in Anspruch zu nehmen. Ein entsprechender Freigabeantrag ist Mitte Mai bereits gestellt worden. Und angesichts der versammelten sozialdemokratischen Zuversicht aus der Frage vorher bin ich relativ sicher, dass das positiv ausgehen wird. Danke. Die nächste Frage kommt von der FDP-Fraktion, Herr Hase. Sehr geehrter erster Herr Bürgermeister, in der vergangenen Woche kam es auf dem alten Annenfriedhof in Dresden-Plauen zu einem spektakulären Diebstahl, bei dem wertvolles Kulturgut, darunter eine wertvolle, vom Bildhauer Ernst Tänel gefertigte Bronzebüste des Literaturhistorikers Hermann Hettner, von bisher unbekannten Tätern entwendet wurde. In den zurückliegenden Jahren hat es auf Dresdner Friedhöfen immer wieder Diebstähle dieser Art gegeben, bei denen es die Diebe in der Regel auf Buntmetalle abgesehen hatten. Angesichts dieser Entwicklung muss auch die Sicherheit auf den städtischen Friedhöfen hinterfragt werden. Der Nordfriedhof, der sich in der Verantwortung des Eigenbetriebes städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen befindet, und der sowjetische Garnisonfriedhof, der direkt vom Regiebetrieb des Grünflächenamtes betreut wird, sind derzeit Tag und Nacht unverschlossen. Auf den beiden denkmalgeschützten Anlagen befinden sich ebenfalls historische Grabzeichen und Denkmale, die für die Diebe von Interesse sein könnten. Nun meine konkrete Frage: Wie gedenkt die Verwaltung, die Sicherheit auf diesen beiden städtischen Friedhöfen zu erhöhen, und ist dazu geplant, einen Verschluss der Anlagen des Nächtens vorzunehmen? Vielen Dank. Die Beantwortung der Frage übernimmt Frau Kollegin Jenigen. Sehr geehrter Herr Stadtrat Hase, der Eigenbetrieb städtische Friedhöfe prüft gerade eine Verschließung des Nordfriedhofes. Ein Ergebnis liegt mir im Moment noch nicht vor. Beim Garnisonsfriedhof ist es ein bisschen schwieriger, weil der Garnisonsfriedhof ja bekanntlich keinen Stromanschluss hat und ein einfaches elektrisches Tor so nicht möglich wäre, also wenn dann mit einer Solarladestation. Auf einen Schließdienst wurde bisher verzichtet, weil er sehr kostenaufwendig wäre einerseits und andererseits die Zäune, nämlich der Zaun an der Böschung links vom Haupteingang, sehr leicht überwindbar sind, auch wenn das Tor geschlossen ist und wir eben diesen denkmalgeschützten Friedhof nicht mit einem erhöhten Maschendrahtzaun oder mit Stacheldraht beflaggen wollen. Wir haben aber eben auch die Erfahrung zu verzeichnen, dass die bedauerlichen Diebstähle auf dem Annenfriedhof und früher auf dem städtischen Urnenhain in Tolkewitz gerade auf Friedhöfen stattfanden, die nachts verschlossen waren. Das zeigt, dass die Täter sich nicht gescheut haben, tagsüber auf den Friedhof zu gehen und die Friedhöfe offen stehen und offen stehen sollen und da als solche nicht erkannt wurden. Also eine hohe kriminelle Energie bei diesen Straftaten.
Wenn Sie Ideen haben, wie wir es besser machen können, bin ich sehr offen. Wir hören nicht auf zu denken, aber wir haben insgesamt als Friedhöfe kirchlicher und städtischerseits da im Moment keine Lösung, außer alle sehr aufmerksam zu sein. Vielen Dank. Die nächste Frage kommt von den Freien Wählern. Herr Nitsche. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, am 22. März im Jahr 2018, also vor reichlich 2 Jahren, hat der Stadtrat Ihre Vorlage zur Verwaltungsunterbringung im Jahr 2030 beschlossen. In der Begründung der Vorlage war formuliert, die Unterbringung der Verwaltungsdienststellen der Stadtverwaltung wird sich in den nächsten Jahren grundlegend ändern. Hierfür gibt es 3 Hauptgründe. Erstens, die Investitionsabsichten des Eigentümers der Mietobjekte Grunauer Straße 2, St. Petersburger Straße 9 ab 2019. Zweitens, der kontinuierliche Personalzuwachs in den Geschäftsbereichen und die Fortsetzung der notwendigen Komplettsanierung des neuen Rathauses, in Klammern Betriebssicherheit, Brandschutz, Standsicherheit, Klammer zu, im 2. Realisierungsabschnitt gemäß Beschluss V2995-14. Durch die Corona-Krise gibt es auch hinsichtlich des kontinuierlichen Personalzuwachses eine neue Situation, das ist einer der Aspekte. Ich habe insgesamt folgende Frage zur Unterbringung der Mitarbeiter. Wie viele Mitarbeiter sind mit Stand 1. Juni 2020 bei der Stadtverwaltung insgesamt beschäftigt und wie viele davon sind im neuen Rathaus untergebracht? Vielen Dank. Die Beantwortung übernimmt wiederum Kollege Dr. Lams. Ja, wir haben zurzeit bei der Stadtverwaltung 7.281 Personen beschäftigt, und zwar allein im Bereich der Kernverwaltung. Es sind also die Eigenbetriebe, Sportstätten, Friedhöfe, Krankenhaus und so weiter, Kindertagesstätten nicht eingerechnet. Und davon, für diese stehen etwa 600 Arbeitsplätze im Rathaus am Kölzring zur Verfügung zurzeit. Es ist nicht ganz einfach, dazu ganz konkrete Zahlen jetzt zu liefern, weil wir uns da ja in einem Umzugs- und Umstrukturierungsprozess befinden. Sie wissen, dass aus Brandschutzgründen das 4. Obergeschoss komplett gesperrt worden ist und dass wir die besucherintensiven Bereiche aus dem Rathaus ausgezogen haben und jetzt wieder andere Bereiche in das Rathaus zurückbringen, die weniger Besucherverkehr haben, sodass das im Brandschutz, unter Brandschutzaspekten besser zu handhaben ist. Deswegen sind wir da mitten in einem Umzugsprozess. Genaueres würden wir deswegen schriftlich nacharbeiten. Das sind 600 von 7.281. Erstmal vielen Dank für den ersten Teil. Ich hätte noch eine Nachfrage. Und zwar, wie viele Mitarbeiter waren vor dem Beginn der Sanierungsarbeiten im neuen Rathaus untergebracht? Und wie viele Mitarbeiter bzw. Arbeitsplätze sollen nach der Sanierung im neuen Rathaus untergebracht werden? Vor der Sanierung waren ungefähr 1.000 Arbeitsplätze im Rathaus am Kölzring zur Verfügung. Diese Zahl soll dann nach der Sanierung auch wieder erreicht werden. Das Potenzial, das wir dort an Arbeitsplätzen zurzeit haben, sind ca. 850 Mitarbeiter. Vielen Dank. Ich bitte dann um schriftliche Beantwortung noch. Kommt für immer schriftlich. Die nächste Frage, Bündnis 90 Die Grünen, Herr Dr. Deppe, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, wir tagen hier zwar noch in der Messe und mit viel Abstand zueinander und sind von daher ganz vorbildlich, aber ansonsten ist es ja schon so, dass in den letzten Wochen die öffentlichen Schutzvorkehrungen gegen Infektionen mit dem Coronavirus weitgehend zurückgefahren worden sind. Und wenn man daran denkt, was jetzt ab nächster Woche in den Schulen dann geschehen soll, wo es dann auch keine Abstandsgebote mehr gibt, dann wird das doch nochmal auch illustriert,
wie gering eigentlich noch die Einschränkungen sind. Dadurch steigt aber durchaus die Gefahr für ein Wiederaufflammen der Pandemie, zumindest in lokalen Hotspots. Und wir haben immer wieder diese Berichte, da sind die Schlachthöfe da gewesen, da sind zum Beispiel Wohnheime für Asylbewerber, aber eben auch immer wieder Pflegeheime. Virologen und Epidemiologen empfehlen daher umfangreiche und anlasslose Testungen auf eine Infektion, zumindest für Risikogruppen, um neue Infektionen rasch aufspüren zu können und dann eben auch gezielter bekämpfen zu können. Auf diesem Hintergrund habe ich folgende Fragen. Veranlasst die Landeshauptstadt Dresden, so wie es beispielsweise im Saarland geschieht, in Mannheim geschieht, auch in Düsseldorf überlegt wird, veranlasst die Landeshauptstadt Dresden anlasslose Virustestungen für Bewohnerinnen in Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Behindertenfürsorge? Wenn ja, wie und in welchem Umfang? Wenn nein, warum nicht? Finden regelmäßige anlasslose Testungen für die Beschäftigten im städtischen Klinikum, in den städtischen Pflegeeinrichtungen, also zum Beispiel Kultus GmbH, beim Rettungsdienst und in den Kindertagesstätten statt? Wenn ja, in welcher Frequenz? Und wenn nein, warum nicht? Und welche weiteren Schutzmaßnahmen werden in den genannten Einrichtungen routinemäßig durchgeführt? Vielen Dank. Die Beantwortung übernimmt Frau Dr. Kaufmann. Ja, sehr geehrter Herr Dr. Deppe, vielen Dank für Ihre Anfrage. Anlassbezogene Testungen werden durch das Gesundheitsamt bislang nicht durchgeführt. Handlungsleitend für uns sind die Empfehlungen des RKI, des Robert-Koch-Institutes. Die derzeit üblichen PCR-Tests gestatten nämlich lediglich Momentaufnahmen und haben damit keine Aussagekraft uneingeschränkt, sondern eben nur für den Moment. Bewohnerinnen und Bewohner von Einrichtungen wurden und werden darüber hinaus durch das Gesundheitsamt beim Auftreten eines Krankheitsfalles bzw. bei Vorliegen eines positiven Testergebnisses in der Einrichtung getestet. Ebenso erfolgen anlassbezogene Testungen bei unklaren Beschwerden und oder Immobilität. Auch dann gehen die Kolleginnen des Gesundheitsamtes fort. Sie fragen nach regelmäßigen Testungen von Beschäftigten unterschiedlicher Institutionen. Wichtig ist mir vorauszustellen, dass wir als Landeshauptstadt die Möglichkeit geschaffen haben, mit der sogenannten DreCoin, Dresdner Corona Drive-In Ambulanz, das systemrelevante Mitarbeiter der sogenannten kritischen Infrastrukturen die Möglichkeit auf kostenfreies Testen gegeben ist. Und hier haben wir bislang 788 Einrichtungen angeschrieben, die dann auch ihre Kritis-Mitarbeiter testen lassen können und haben über Fachverbände auch niedergelassene Ärzte, Zahnärzte und so weiter informiert. Die Teststrecke als solches arbeitet derzeit an 3 Tagen. Aufgrund des geringen epidemischen Geschehens, erfreulich gering, aber dennoch ist die Epidemie noch lange nicht vorbei, werden wir diese DreCoin ab nächster Woche nur noch einmal in der Woche öffnen. Bei den symptomatischen Personen trägt hierbei die Krankenkasse, bei den asymptomatischen Personen bislang die Landeshauptstadt Dresden die Kosten für die Testung. Der Nachweis, dass die Personen zur kritischen Infrastruktur gehören, wird mittels eines Anmeldeformulars beim Arbeitgeber abgegeben, eingereicht und damit erbracht. Das Städtische Klinikum Dresden hat damit begonnen, Risikobereiche zu definieren, in denen regelmäßige, anlassbezogene Testungen der Beschäftigten durchgeführt werden. Das bedeutet, wir haben 2 Risikobereiche. Der Risikobereich 1 umfasst Stationen und Abteilungen, in denen Patientinnen und Patienten mit einem besonders erhöhten Risiko für einen schweren Covid-Verlauf,
betreut werden. Hier erfolgen Tests bzw. Abstriche zweimal wöchentlich. Das sind beispielsweise onkologische Stationen. Der Risikobereich 2, der über das städtische Klinikum definiert wurde, umfasst Bereiche mit einem deutlich erhöhten Expositionsrisiko durch medizinische Eingriffe. Und hier werden Abstriche bzw. Testungen einmal die Woche gemacht. Hier sei beispielsweise die HNO-Klinik oder die Augenklinik benannt. Die sogenannten anlassbezogenen Testungen sollen auch zukünftig auf andere Bereiche ausgeweitet werden. Die Eigenbetrieb-Kindertageseinrichtungen haben aktuell keine anlassbezogenen Testungen für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seitens des Sächsischen Ministeriums für Kultus wurde einmal in Aussicht gestellt, dass es für diese Mitarbeiterin von Kindertageseinrichtungen eine solche Testung geben soll. Bis dato gibt es aber aktuell seitens des Freistaates hierzu keine Informationen. Sie haben des Weiteren zum Thema Schutzmaßnahmen gefragt, die routinemäßig durchgeführt werden. Für jede Einrichtung gilt, dass ein eigenes Hygienekonzept erstellt werden muss. Und hierbei gilt es, die Regelungen der jeweils gültigen Allgemeinverfügung des Freistaates strikt zu beachten und damit auch umzusetzen. Für das städtische Klinikum beispielsweise gilt, dass jedermann innerhalb des Klinikums eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen hat. Diese Information und damit die Pflicht ist auch flächendeckend beschildert und wird stichprobenartig kontrolliert. Das bedeutet, dass jeder Zugang auch von Dienstleistern, beispielsweise Reinigung, Wäsche oder auch die Speiseversorgung, hier genauestens kontrolliert wird. In den kommunalen Schulen wurde seitens der Verwaltung in Abstimmung mit der jeweiligen Schulleitung zusätzlich Desinfektionsmittelspender und bei Bedarf Schutzscheiben in den Sekretariaten installiert. Und auch hier gilt, dass jede Schule ein eigenes, ein individuelles Hygienekonzept erstellt hat und umsetzt. Und auch hier erfolgt die strikte Abstimmung mit dem Landesamt für Schule und Bildung. Die Schulleitungen tragen hierbei in ihrer Rolle als Hausherrn die Verantwortung für die Umsetzung und die Einhaltung der Schutzmaßnahmen. Gut, da würde ich jetzt gerne nochmal nachfragen. Also zum einen weiß ich nicht, ob das jetzt ein Versprecher war bei Ihnen. Also Sie haben eben auch für das Klinikum von anlassbezogenen Testungen gesprochen. Nach meinen Informationen ist es ja so, dass in Risikobereichen, auf die Sie auch hingewiesen haben, anlasslos getestet wird. Ne? Also das sollten wir zunächst mal festhalten. Sie haben auf die Empfehlungen des RKI verwiesen. Das sind Mindeststandards, die damit definiert werden. Und wir alle wissen, das RKI ist mit seinen Empfehlungen eben auch schon häufiger hinter dem wissenschaftlichen Erkenntnisstand von anderen Fachleuten hinterhergeblieben. Und da gibt es eben schon auch diese Empfehlung zu anlasslosen Testungen in Risikobereichen. Wenn man das einmal wöchentlich macht, dann hat man damit auch eine gute Erfassung. Die Stadt hat nach meinen Informationen aus dem Wirtschaftsförderungsausschuss tatsächlich auch 12.000 Testkits angeschafft. Da fragt man sich jetzt natürlich bei Ihrer Antwort, was geschieht denn mit diesen 12.000 Testkits, wenn man dann doch eh so wenig testet. Und man muss ja auch darauf hinweisen, dass solche Testsets durchaus Verfalldaten haben. Also vielleicht könnten Sie das doch dann auch nochmal beantworten. Gut, selbstverständlich sprach ich von anlasslosen Testungen von Mitarbeitenden und Patientinnen und Patienten auf den Stationen, die als kritisch betrachtet wurden seitens des Klinikums. Die 12.000 Testdosen, die im Wirtschaftsausschuss
thematisiert wurden, die sind Tests, die im Rahmen der Dresdner Corona-Drive-In-Anwendung finden sollen. Und diese werden dann je nach Bedarf Schritt für Schritt auch geordert, sodass sichergestellt werden kann, dass diese Tests natürlich immer testsicher sind und ihre Anwendbarkeit nicht veraltet ist. Ich bitte dann auch um schriftliche Beantwortung. Sehr gern. Als nächste Frage CDU-Fraktion, Herr Dr. Brauns. Herr erster Bürgermeister, die Staffelsteinstraße hätte seit Februar diesen Jahres in der grundhaften Sanierung sein sollen. Dies ist, wie Sie hier schon geantwortet haben, auf 2021 verschoben worden. Kürzlich ist die Straße wegen Reparaturarbeiten an einer Stützmauer gesperrt worden. Ich ergänze, derzeit ist sie einseitig nur befahrbar. Meine Frage, wäre diese Maßnahme als separate Maßnahme vermieden worden, wenn regulär jetzt schon man sich in der grundhaften Sanierung befände? Und was hat diese separate Maßnahme gekostet? Sind diese Arbeiten im Hinblick auf die grundhafte Sanierung verloren? Und was erwartet uns im Hinblick auf den völlig inakzeptablen Zustand der Staffelsteinstraße bis zum Beginn der grundhaften Sanierung noch? Vielen Dank. Die Beantwortung übernimmt in Vertretung Frau Kollegin Jehn. Sehr geehrter Herr Stadtrat Dr. Brauns, entlang der Staffelsteinstraße existieren neben vielen privaten Stützmauern bekanntermaßen 12 Straßenstützmauern in Baulast unserer Stadtverwaltung. Aktuelle Prüfberichte zur Stabilität dieser straßenanliegenden Stützmauern zeigten umgehendes Handeln zur Gefahrenvermeidung für den öffentlichen Verkehr auf. Wir haben ja hier die Verkehrssicherungspflicht als Straßenbaulastträgerin. Um die Verkehrsteilnehmerinnen und Teilnehmer vor dem möglichen Versagen von Mauern und Hangrutschungen zu schützen, hat das Straßen- und Tiefbauamt eine Lösung erarbeitet, die zumindest den Anliegerverkehr weiterhin möglich macht. Durch die Einbahnstraßenlösung in Verbindung mit der Verdrängung des Verkehrs an die jeweilige Hangseite werden Stützmauern und Böschungen entlastet und wird den Gefahren von Teileinstürzungen oder Hangrutschungen entgegengewirkt. Das ist also jetzt noch keine Baumaßnahme, sondern eine reine notwendige Schutzmaßnahme. In der 22. Kalenderwoche diesen Jahres ist die Verkehrsführung umgesetzt worden. Die Straßenbaumaßnahme selber, die notwendig ist, ist infolge ausbleibender Fördermittel nicht wie geplant ab 2020 umgesetzt worden. Für eine Ausschreibung und Vergabe wurde daher beschlossen, die Maßnahme vollständig aus Eigenmitteln der Stadt zu finanzieren. Vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Haushaltsmittel mit dem kommenden Doppelhaushalt für 2021-22 soll die Maßnahme umgesetzt werden. Nach Bestätigung des Doppelhaushaltes und der notwendigen europaweiten Ausschreibung sieht die Terminschiene aufgrund technologischer Rahmenbedingungen nun einen Baustart ab Frühjahr 2022 vor. Verschiebungen sind nur jährlich möglich, weil viele notwendige Arbeiten technologisch und ökonomisch an jahreszeitliche Bedingungen geknüpft sind. Die Verkehrssicherung bleibt bis zum Bau der Staffelsteinstraße 2022 erhalten. Jetzt eine Nachfrage, Herr Dr. Brauns? Ja, keine Nachfrage, sondern ich hatte auch eine Frage zu den Kosten gestellt. Fallen da jetzt separate Kosten an, die das machen? Und hat wegen dieser jetzt durchgeführten Maßnahmen nicht ein Umdenken in der Verwaltung begonnen, diese Maßnahme jetzt so schnell wie möglich und dann auch nicht in einem Zeitraum von 4 Jahren, sondern so, wie es ursprünglich geplant ist, durchzuführen, gegebenenfalls durch Umschichtungen im Haushalt? Das ist der Punkt. Und ich hatte noch gefragt, was erwartet uns dann möglicherweise noch bei der Staffelsteinstraße? Und im Gegenzug hat ja in genau andere Richtung die Bachwitzer Bergstraße eine Einbahnstraßenregelung erfahren. Die ist aber in Teilbereichen ebenso marode wie die Staffelsteinstraße. Also die Frage nach den Erwartungen glaubte ich mit der Aussage zur Verkehrssicherheit bis 2022 begründet zu haben. Die Kosten der Sperrung würde ich gerne schriftlich nachreichen und ich würde gerne auch schriftlich nachreichen die Antwort zu den Umschichtungsmöglichkeiten, Unmöglichkeiten
weswegen GB6 zu diesem Haushaltsantrag gegriffen hat. Aber das lasse ich nochmal aufschreiben. Vielen Dank. Bitte schriftliche Beantwortung. Vielen Dank. Für die AfD eine Frage von Herrn Vetterlein. Sehr geehrter Herr stellvertretender Oberbürgermeister, die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise sind für viele Branchen teilweise verheerend. Mittlerweile kommen viele Betriebe und Unternehmen aufgrund der Lockerungen wieder zurück zur Normalität. Gleichwohl ist damit zu rechnen, dass die Belastungen durch den Shutdown die Wirtschaft noch viele Monate, wenn nicht gar Jahre, beschäftigen wird. Hieraus ergeben sich für mich folgende Fragen. Welche Erkenntnisse liegen der Landeshauptstadt Dresden aktuell hinsichtlich Insolvenzen vor? Und welche Erlasse, Stundungen von Gewerbesteuern hat es bereits gegeben? Und liegen der Landeshauptstadt Dresden Informationen seitens des Finanzamtes vor hinsichtlich der Reduzierung von Vorauszahlungen? Vielen Dank. Die Beantwortung übernimmt Herr Dr. Lammes. Ja, sehr geehrter Herr Vetterlein, wir haben im Moment noch keine Erkenntnisse über ein verstärktes oder verändertes Antragsverhalten, was Insolvenzen angeht. Zuständig ist ja auch die Gerichtsbarkeit, das Amtsgericht, und insofern läuft das nicht unmittelbar bei uns auf. Ihre Frage nach den Stundungen und den Vorauszahlungsabsenkungen hingegen können wir natürlich exakt bearbeiten, weil es in unserer Zuständigkeit liegt. Wir haben den Aspekt Stundung, das heißt, jemand hat zurzeit Liquiditätsschwierigkeiten, erwartet aber dann doch, die Gewerbesteuer zahlen zu können. Dieses Stundungsthema ist im Moment mit 4,3 Millionen Euro bewilligt, also in Höhe von 4,3 Millionen Euro, das entsprechend den gegenwärtigen Regelungen zinslos gestundet. Und Absenkungen von Vorauszahlungen auf die Gewerbesteuer 2020, das heißt, dass tatsächlich Unternehmen erwarten, weniger Gewerbesteuer nachher zahlen zu müssen, sind zurzeit in Höhe von 55 Millionen Euro bewilligt. Vielen Dank. Vielen Dank. Zum Abschluss der ersten Fragerunde für die Fraktionslosen, Herr Dr. Schulte-Wissermann. Sehr geehrter erster Bürgermeister, im Beschluss A0011 vom 30. Januar haben wir beschlossen, die Landeshauptstadt Dresden berücksichtigt ab sofort die Auswirkungen auf das Klima bei jeglicher Entscheidung und bevorzugt Lösungen, die sich positiv auf das Klima, die Umwelt und Artenschutz auswirken. Und in dem gleichen Beschluss, den ich auch irgendwie als historisch schon fast bezeichnen würde, heißt es dann weiter in Punkt 3, die Beschlussvorlagen, insbesondere zu Bauvorhaben, Verkehr und Energieversorgung, sind ab dem 01.01.2020 auf ihre Auswirkungen auf die Treibhausgasemissionen und das Stadtklima zu prüfen und die Ergebnisse in der Vorlage darzustellen. Nun haben wir jetzt den 4.06., das heißt, wir sind jetzt 4 Tage über dieses Thema hinaus. Und ich habe auch eigentlich nur eine Frage, also es kommen dann keine Nachfragen, sehr wahrscheinlich. Deswegen möchte ich gerne wissen, wurden die Kriterien und die Arbeitsabläufe für die Prüfung neuer Beschlussvorlagen erarbeitet und werden diese nun ab dem 01.01.2020 angewendet? Wenn ja, wie werden sie konkret umgesetzt? Vielleicht können Sie ja mal so ein Diagramm an die Wand werfen oder das zeigen, welche Schwerpunkte da sind. Und falls die bis jetzt noch nicht gemacht werden, warum? Und wenn nicht, bis wann, können Sie mir bitte ein definitives Zeitfenster nennen, ab wann Beschlussvorlagen generell mit einer Prüfung auf die Umwelt- und Klimaverträglichkeit versehen werden? Dankeschön. Vielen Dank. Die Beantwortung übernimmt Frau Jenigen. Sehr geehrter Herr Stadtrat Schulte-Wissermann, leider haben wir zwar an diesem wichtigen Beschlusspunkt an der Umsetzung angefangen zu arbeiten, sind aber pandemiebedingt nicht fertig geworden. Wir haben uns ausgetauscht mit anderen Städten, die solche Beschlüsse haben.
Klimaschutzstab hat die Federführung. Ein Klimaverträglichkeitsprüfschema wird derzeit durch das Klimabündnis, in dem die Stadt Dresden ja Mitglied ist, und das Institut IFOI entwickelt. Und wir gehen davon aus, dass wir die Ergebnisse übernehmen können und so auch eine Vergleichbarkeit nicht nur der Vorlagen in der Stadt, sondern auch der Vorlagen verschiedener Kommunen untereinander, die sich zum vorbildhaften Entschuldigung, Verhalten verpflichtet haben, herstellen können. Aber wir sind mit der Prüfung nicht fertig geworden. Wir müssen uns auch in der Stadtverwaltung noch austauschen. Wir waren 3 Monate im Notbetrieb und haben uns auch mit anderen Kommunen nur eingeschränkt austauschen können. Ziel ist jetzt, eine Anwendung ab September diesen Jahres zu ermöglichen. Das hängt natürlich von den verwaltungsinternen Abstimmungen ab. Dankeschön. Vielen Dank. Wir steigen in die zweite Runde ein. Es beginnt wiederum die Fraktion Die Linke. Herr Wirz. Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister. Seit 1893 überspannt die Loschwitzer Brücke zwischen den beiden Stadtteilen Loschwitz und Blasewitz die Elbe. Das ist für Dresden ein Wahrzeichen, das sogenannte Blaue Wunder. Es ist ein hervorragendes technisches Denkmal und ist auch nach 127 Jahren noch im Gebrauch und erfüllt seine Funktion als Verkehrsweg, um über die Elbe in Dresden sich bewegen zu können, zu Fuß, mit dem Fahrrad und mit dem Auto. Und wer möchte mit dem Bus? Es musste in der Vergangenheit viel getan werden, um die Brücke weiter im Verkehrsnetz zu halten. Unter anderem wurde das Lastregime angepasst, die Straßenbahn wurde heruntergenommen, die Brücke ist für Schwerlastverkehr gesperrt und die Busse dürfen nur mit einem gewissen Abstand hinüberfahren. In den letzten Jahren hat sich ein gewaltiger Sanierungsstau aufgebaut, eingeplant in den Doppelhaushalt bzw. die mittelfristige Finanzplanung waren 20 Millionen Euro. Um die Brücke zu sanieren. Es geht da vor allen Dingen auf den Löwenanteil, auf die Instandsetzung, also die großflächige Instandsetzung des kompletten Korrosionsschutzes, um den alten Stahl vor Korrosion zu schützen. Und davon waren im Prinzip 90% uns angekündigt als Fördermittel. Im letzten Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau wurde nun mitgeteilt, dass unter anderem für die Sanierung der Loschwitzer Elbbrücke aktuell keine Fördermittel ausgereicht werden. Deshalb können die Sanierungsarbeit derzeit nicht oder nicht im vorgesehenen Umfang stattfinden. Ich möchte dazu folgende Fragen stellen. Wie gestaltet sich die Finanzierung der Erhaltungs- und Sanierungsarbeiten an der Loschwitzer Brücke im aktuellen Doppelhaushalt und in der mittelfristigen Finanzplanung? Welcher Betrag an Kosten ist derzeit und mittelfristig nicht gedeckt? Dann zweitens, wann stehen die nächste kleine und die nächste große Brückenprüfung beim Blauen Wunder an? Welche Zustandsnoten wurden in den letzten Brückenprüfungen erteilt und welche Mängel weist das Bauwerk auf? Welche dringend notwendigen Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen müssen verschoben werden, nunmehr, wenn wir kein Geld haben? Dann, mit welchen Verkehrseinschränkungen muss infolge der Verschiebung notwendiger Sanierungsmaßnahmen an der Brücke gerechnet werden? Und abschließend, wie lange können notwendige Sanierungsmaßnahmen an der Loschwitzer Brücke verschoben werden, ohne eine Sperrung oder gar einen gänzlichen Substanzverlust des Bauwerkes zu riskieren? Vielen Dank. Die Beantwortung übernimmt ebenfalls in Vertretung Frau Jenigen. Sehr geehrter Herr Stadtrat Wirz, im aktuellen Haushalt sind ab 2020 bis 2023 je 5 Millionen Ausgaben eingeplant gewesen und es wurden jeweils 3,5 Millionen Euro Fördermittel erwartet. Diese Förderung konnte tatsächlich derzeit vom Freistaat nicht berücksichtigt werden und wurde für nähere Zukunft auch nicht in Aussicht gestellt. Deshalb hätten wir jetzt nur die jeweils eingeordneten 1,5 Millionen Eigenmittel. Die sind jetzt im Moment auch gesperrt, aber das ist tatsächlich ein Gesamtfinanzierungsproblem. Deshalb soll mit der neuen Haushaltsplanung für 21 bis 25 die Finanzierung neu eingestellt werden. Nach aktuell vorgenommenen Berechnungen ist mit erheblichen Mehrkosten gegenüber dieser Planung zu rechnen. Grund dafür ist im Wesentlichen, dass man sich aufgrund der Bedeutung der Brücke im Straßennetz für das Bauen bei laufendem Verkehr entschieden hat. Es sind auch Baukostensteigerungen aufgrund des späteren Baubeginns und des längeren Bauzeitraums zu erwarten. Und die Erfahrungen aus den ersten Bauabschnitten wurden ausgewertet und kostenseitig eingeflossen. Es muss von einer Verdopplung der bisher angenommenen Kosten ausgegangen werden. Vor Hintergrund dieser Situation bemüht sich die Verwaltung derzeit um ein Gespräch mit dem Staatsministerium der Finanzen zu einer möglichen Einzelförderung für
diese wichtige Brücke in Sachsen. Vom Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr war bereits mitgeteilt worden, dass mit einer Förderung aus den üblichen Straßenbauförderprogrammen nicht zu rechnen sei. Außerdem versucht die Verwaltung gegenüber dem Freistaat Sachsen dafür zu werben, dass das blaue Wunder gegebenenfalls für ein mögliches Konjunkturpaket in Frage käme. Die Ausschreibungsunterlagen werden im Fall einer Berücksichtigung fertiggestellt und mit der Leistungsausschreibung könnte sofort begonnen werden. Zur zweiten Frage. Der Bericht für die letzte Bauwerksprüfung 2018 schließt mit der Zustandsnote 3 ab. Folglich sind laut DIN 1076 die nächsten Prüfungen 21 als einfache Prüfung und 24 als Hauptprüfung fällig. Die aufgelisteten Mängel zitiere ich jetzt nur gekürzt mit Ihrem Einverständnis, weil die sehr umfangreich sind. Ich habe es hier vollständig aufgeschrieben für Sie da, Herr Wirz, und wird es Ihnen dann in die Hand geben, wenn Sie einverstanden sind. Es gibt also eine Auflistung größerer Zustandsmängel und Schäden an der Brücke. Im Überbau und im Stahltragwerk umfassende Korrosionsschäden an verschiedenen Stellen, Verformungen durch Rosttrieb, Vandalismusschäden, Verschmutzung und so weiter. Wie gesagt, ich übergebe Ihnen das schriftlich. In den Unterbauten gibt es ebenfalls erhebliche Schäden. Die Kammerdecken und Wände sind bereichsweise undicht. Die Hochwassersicherheit ist eingeschränkt. Die Rollenlager sind beschädigt durch Korrosion und in ihrer Bewegungsfreiheit gehemmt und so weiter. An den Gehbahnen sind die Geländer nicht zeitgemäß und mit Korrosionsschäden behaftet. Die Fahrbahn hat Spurrillen im Fahrbahnbelag und Schäden an der Dichtungsschutzschicht. Über den Ankerkammern, die inneren Geländer sind unsicher gegen Fahrzeuganprall. Zustand ist mangelhaft. In der Übergangskonstruktion ist ein Dichtprofil gerissen und örtlich undicht. Klemmleisten sind stark korrodiert. Die Arbeiten an der Brücke im Rahmen der Wartung und Unterhaltung werden weitgehend planmäßig ausgeführt. Die grundhafte Instandsetzung mit Erneuerung des Korrosionsschutzes ist eben als Sanierung verschoben worden. Vielen Dank. Eine Nachfrage, Herr Wirz? Die Frage ist, wie lange kann man das verschieben? Oder ist im Prinzip dieses Szenario jetzt noch nicht zu befürchten, dass wir im Prinzip zu Problemen durch Verkehrseinschränkungen, Sperrungen, Reduzierung der Verkehrsmenge, Wegnahme von Spuren kommen? Also jede Verzögerung führt natürlich zu Substanzverlusten bei diesem Zustand, das ist klar. Wenn der Zustand sich erheblich weiter verschlechtern würde, wir beobachten und prüfen das ja regelmäßig, wie ich dargestellt hatte, müssten zunächst die Fahrzeuge, die schwerer als 15 Tonnen sind, am Passieren des Blauen Wunders gehindert werden. Das würde dann die Busse des ÖPNVs und der Reiseunternehmen betreffen. Wenn es noch zu einer zweiten Stufe käme, aber wir wollen die Brücke ja sanieren, müsste eine Reduzierung der Fahrstreifen erfolgen. Gegebenenfalls gäbe es dann die Variante eines Einrichtungsverkehrs. Ich danke für die ausführliche Beantwortung und freue mich auf die schriftliche Mitteilung der Liste. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion Frau Sturm, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine Frage bezieht sich heute auf die Fachkräftestrategie. Die Verfügbarkeit von qualifiziertem und geeignetem Personal hat sich zu einem harten Standortfaktor entwickelt. Bei dem Kampf um die Köpfe nimmt die Wirtschaftsförderung im regionalen Wettbewerb eine wichtige strategische Position ein. Bedingt durch die demografische Entwicklung drohen in vielen Berufssparten Engpässe über die verschiedensten Qualifikationsebenen hinweg. Als SPD-Fraktion drängen wir schon lange darauf, geeignete Maßnahmen zur Sicherung von Fachkräften auch für die Landeshauptstadt Dresden zu ergreifen und dabei auf die Besonderheiten vor Ort einzugehen. In einem entsprechenden Antrag hatten wir den Oberbürgermeister vor 2 Jahren mit der Erarbeitung einer transparenten, lokal und regional koordinierten Fachkräftestrategie beauftragt. Der Beschluss durch den Stadtrat erfolgte im Herbst 2018. Auf Grundlage dieser aus unserer Sicht vor allem für die wirtschaftliche Prosperität der örtlichen, kleinen und mittelständischen Unternehmen und damit die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt gesichert werden kann. In der Beschlusskontrolle vom Mai 2019 erklärten Sie, dass die Fachkräftestrategie der Landeshauptstadt mit ihren Handlungsschwerpunkten und weiteren Maßnahmen zurzeit erarbeitet wird. Zudem führten Sie an, dass die Arbeitsmarktanalysen und Befragungen der Kammern unter Ihren Mitgliedsunternehmen zum Fachkräftebedarf ergaben, dass es Engpässe insbesondere bei Handwerksberufen, Mechatronikern, Gesundheits- und Pflegeberufen sowie IT-Berufen gibt.
Erste Projekte wurden nach Ihren Aussagen bereits entwickelt, um die Unternehmen, insbesondere der betroffenen Wirtschaftszweige und Branchen, bei der Fachkräftesicherung zu unterstützen. Da jedoch die für Januar 2020 angekündigte zweite Beschlusskontrolle bisher nicht vorgelegt wurde, bitte ich um die Beantwortung der folgenden Fragen. Zur Entwicklung einer tragfähigen Fachkräftestrategie war es uns mit dem entsprechenden Antrag wichtig, dass die Landeshauptstadt Dresden zunächst gemeinsam mit der Arbeitsagentur ein lokales Monitoring erstellt. Wie ist der aktuelle Stand hierzu und was sind die daraus resultierenden möglichen Lösungswege? Zweitens, nach dem Wettbewerb um die besten Talente, der sich etwa an der Attraktivität des Arbeitgebers und möglichen Entwicklungsperspektiven sowie der jeweiligen Standortattraktivität bemessen wird, gibt es vor allem das einheimische Potenzial an Arbeitskräften zu nutzen und zu fördern. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Sicherung von Ausbildung wie Weiterbildungsangeboten. In der ersten Schlusskontrolle erklärten Sie, dass dieser Aspekt im Handlungskonzept der Fachkräfteallianz Dresden thematisiert werden soll. Wie ist hierzu der aktuelle Bearbeitungsstand? Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Sturm, für Ihre Frage, die ich in Vertretung des Oberbürgermeisters gern beantworte. Nach der Verabschiedung der Fachkräftestrategie Sachsen 2030 und der Fachkräfterechtlinie des Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit und Verkehr, Behandlung im Landtag im Sommer 2019, als grundlegende Dokumente für die Orientierung einer Fachkräftesicherungsstrategie wurden hier zahlreiche interne Abstimmungen durchgeführt und auch der Entwurf einer Verwaltungsvorlage erarbeitet. Dieser wurde dann mit Kammern und Verbänden besprochen. Eine letztere größere Runde hierzu hat im April diesen Jahres unter den bekannten aktuellen Rahmenbedingungen und Einschränkungen auch stattgefunden. Darauf aufbauend wurde mit der Agentur für Arbeit, der Landeshauptstadt also und der Handwerkskammer eine Entwurfsänderung vorgenommen, die nochmals in der Fachkräfteallianz in einer größeren Beratung am 26. Mai weiterentwickelt wurde. Hieraus resultiert ein weiterer Termin, der in Kürze Tisch des Oberbürgermeisters stattfinden wird, in welchem eine finale Präsentation dort vorgestellt werden soll. Hierbei wurden neben den benannten externen Partner verschiedene Geschäftsbereiche in der Stadtverwaltung außer dem Bereich des Oberbürgermeisters einbezogen, also der Bereich Bildung und Jugend, der Bereich Arbeit, Soziales, Gesundheits- und Wohnen und auch mein eigener Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit. Die Beobachtung der aktuellen Arbeitsmarktsituation fließt natürlich auch dauerhaft in diese Strategie auch ein. Ich glaube, die sehr angespannten Rahmenbedingungen derzeit zeigen uns noch mal ganz deutlich, wie wichtig es ist, dieses Thema Fachkräftesicherung, Fachkräfteausbau, aber auch die eigene Ausbildung im Blick zu behalten. Hier wird auch deutlich, dass der aktuelle Impuls, der durch die in einem frühen Stadium befindliche Entwurfsplanung des Freistaates zur Berufsschulnetzplanung noch mal verdeutlicht, wie wichtig es ist, dass wir hier als Landeshauptstadt Dresden insbesondere mit den Kammern und Verbänden ins Gespräch kommen. Es ist allerdings gleichwohl auch sehr wichtig, und das ist auch Gegenstand aktueller Gespräche, die der Oberbürgermeister führt, hier ein Stück weit sehr regionalen Ansatz auch zu pflegen, dass wir insbesondere die unmittelbar an Dresden angrenzenden Bereiche, wo es ja gerade im Ausbildungsbereich und durch die Firmen zahlreiche Vernetzungen gibt, auch einige städtische Unternehmen mit großem Ausbildungspotenzial sind ja nicht nur städtisch, sondern auch im Umland auch tätig. Kurzum, wir sind im Rahmen der Beschlusserfüllung in der Tat etwas im Verzug, wollen aber die aktuellen Gesichtspunkte hier einfließen. Und ich bin sicher, nachdem dann in Kürze ein abschließender Abstimmungstermin mit den externen Partnern stattfindet, dass dem Stadtrat dann eine diskussionsfähige Grundlage zugeleitet werden kann. Gestatten Sie mir noch eine Rückfrage. Wann ist denn bei Ihnen, oder was denken Sie denn, wann dieser Zeitpunkt kommen wird, wo wir dort eine Vorlage bekommen? Bitte nochmal. Mit welchem Zeitpunkt wir mit einer nächsten Beschlusskontrolle rechnen können? Also ich würde vermuten, wenn ich auf den Kalender schaue, dass bis es soweit abgestimmt ist, dass es durch die Umläufe ist, dann nach der Sommerpause sie erreichen wird. Okay, danke schön. Bitte. Die nächste Frage in der zweiten Runde geht an die FDP. Herr Fischer, bitte. Sehr geehrter erster Bürgermeister, Frau Jenigen möge mir verzeihen, dass sie dauernd in Vertretung antworten muss, aber wenn unser großer Baumeister nicht da ist, dann... Also
mir geht es um die Verkehrsbetriebe. Die Verkehrsbetriebe haben vom 8. bis 11. Mai und dann erneut vom 14. bis 18. Mai mit sehr kompliziertem Schienenersatzverkehr, Sperrungen und Umleitung für den Autoverkehr Teile der Gleisführung auf der Königsburger Straße zwischen Stauffenbergallee und Bischofsweg saniert bzw. gepflegt. Die zusätzlichen Kosten von rund 120.000 Euro hätten entfallen können, wenn die Planung der letzten 20 Jahre schon umgesetzt wäre. Zudem wird der Schulneubau für die 151. Oberschule an der Stauffenbergallee bald fertig, aber die Kreuzung bleibt unmanierlich, das heißt nicht in der nötigen Endfassung. Deshalb die Frage, was hat unser Baubürgermeister in letzter Zeit für die Königsburger Straße getan? Wann beginnt der überfällige Ausbau der Straße, die unseres Erachtens viel wichtiger als die Albertstraße mit dem Fahrradwegen ist? Und wie weit ist der Stand gediehen beim Knotenpunkt Königsburger Straße, Stauffenbergallee? Wenn er da gewesen wäre, hätte ich noch gefragt, ob er nicht unsere Stadt deshalb verlässt, weil er mit seinem Lastenfahrrad schwer über die Königsburger Straße kommt. Aber das ist ein bisschen hinterhältig, Entschuldigung. Vielen Dank, Frau Jening, bitte. Sehr geehrter Herr Stadtrat Fischer, ich beantworte Ihre Fragen sehr gerne, denn die Sanierung der Königsbrücker Straße ist ein Schwerpunkt für die ganze Stadtverwaltung, aber eben ganz besonders für den Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bauliegenschaften und Verkehr. Das komplexe Planvorhaben der Königsbrücker Straße macht natürlich viel Arbeit. Das Planfeststellungsverfahren selber, Sie wissen, wird von der Landesdirektion Sachsen durchgeführt. Die überdurchschnittlich vielen Einwendungen von Trägern öffentlicher Belange und Privatpersonen sind binnen eines Jahres bearbeitet worden. Und für die sich daraus ergebenden Änderungen werden vom beauftragten Planungsbüro der Stadtverwaltung als Antragstellerin zurzeit die Planunterlagen als Tektur erstellt, die dann der Landesdirektion Sachsen übergeben werden und nochmals öffentlich ausgelegt werden müssen zur Beteiligung. Das hat sich auch leider wieder Corona-bedingt auf verschiedenen Seiten verzögert. Die Vorlage für den Ausbau des Knotenpunktes Königsbrücker Straße Stauffenbergallee wurde im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauverkehr und Liegenschaften an die Verwaltung zurückgegeben mit der Forderung, die Varianten und Anregungen aus der Beschlussempfehlung des Stadtbezirksbeirats Neustadt zu prüfen. Ziel der umfangreichen Variantenuntersuchung ist die Reduktion des Flächeneingriffes neben dem geplanten Schulstandort und die Verbesserung der Verkehrssicherheit. Diese Varianten wurden nun hinsichtlich der städtebaulichen und verkehrlichen Belange verglichen und entsprechend der vorgegebenen Bewertungskriterien geprüft. Aus sicherheitstechnischen Gründen bezüglich der Schulwegesicherung und negativer Bewertung für die Belange öffentlicher Verkehr und Fußverkehr wurden in Abstimmung mit der Lenkungsgruppe Königsbrücker Straße unter Beteiligung von Stadtratsmitgliedern Varianten ausgeschlossen und als nicht empfehlenswert eingeschätzt. Und die nachfolgend verbliebenen, noch nicht bearbeiteten, vertiefenden Variantenuntersuchungen sollen dann die verbliebenen Varianten zu einer Bewertung und einer abschließenden verkehrstechnischen Entscheidung für die Planunterlagen möglich machen. Und dann kann die Landesdirektion mit dem Verfahren weitermachen. Parallel wird zurzeit geprüft, ob temporär für den geplanten Schulstandort eine Verbreiterung der Straßenbahnhaltestellen möglich ist. Vielen Dank für die umfangreiche Antwort. Also ich bin noch 4 Jahre im Stadtrat. In der Zeit muss das geschehen, Frau Hennig. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir zusammen auf der sanierten Königsbrücker Straße Fahrrad fahren können. Ich halte mein Rad fit. Vielen Dank für die Freien Wähler, Herr Genschmer. Sehr geehrter erster Bürgermeister, ich habe eine Frage zur Zukunft der Weißen Flotte. Und da ist uns aufgefallen, wir haben einen Eilantrag abgegeben. Sie, aber auch ich, habe nie reagiert bei der Tagesordnung. Ich gehe davon aus, dass Sie keine Eilbedürftigkeit festgestellt haben und der dann normal in den Geschäftsgang geht. Das erstmal als Zwischenfrage. Also als Zwischenfrage ist einerseits bei mir tatsächlich hier nichts eingegangen. Aber ansonsten wird natürlich jeder Antrag dann im normalen Gang dann betrachtet. Okay. Wir haben am 28. Mai ist die Öffentlichkeit informiert worden, dass es Schwierigkeiten für die Weiße Flotte gibt. Gestern haben wir ja nun erfahren, dass der Insolvenzantrag abgegeben wurde oder eingereicht wurde. Am 29. Mai
hat der Herr Oberbürgermeister gleich reagiert, dass er sich bei der Landesregierung stark machen will für die Weiße Flotte, für den Erhalt, und hat einen Vorschlag gebracht, ihn die Weiße Flotte in den VVO einzugliedern. Dazu meine Frage: Gibt es schon zu diesem Vorschlag des Herrn Oberbürgermeisters eine Reaktion der Landesregierung? Vielen Dank, Herr Genschmar. Es gibt bereits eine Reaktion, dass der Amtschef des sächsischen Staatsministeriums der Finanzen Kontakt aufgenommen hat und in Kürze ein Gespräch mit dem Oberbürgermeister dazu auch stattfinden wird. Genau. Und dann gestatten Sie mir noch eine Rückfrage. Der Herr Oberbürgermeister hat in seinem Statement zur Zukunft der Weißen Flotte auch von einem Linienverkehr im öffentlichen Nahverkehr gesprochen. Ist damit, wie gesagt, ein Linienverkehr gemeint, zum Beispiel ein Betrieb von Wassertaxis? Ja, Herr Genschmar, der Oberbürgermeister hat in seiner Presseerklärung vom 29. Mai in der Tat eine Ausführung zu diesem Thema gemacht. Ich glaube, damit wird auch deutlich, dass die sächsische Dampfschifffahrt nicht nur für die Stadt Dresden, sondern für einen weiteren im Gebietsumgriff umfangreichen Raum in Sachsen eine identitätsstiftende Bedeutung hat, ein gutes Stück Heimat hat, wo man jetzt den bestmöglichen Weg finden muss, dieses Ganze zu erhalten. Hier gilt es natürlich, dieses kulturhistorische Erbe zu erhalten und das Ganze ein Stück weit stärker als in der Vergangenheit mit ökonomischen Gesichtspunkten in Einklang zu bringen. Wenn man sich die Verkehrsführung auch anschaut und gerade so den örtlichen Tourismus sich anschaut, ist es durchaus schon für die innerstädtische Nutzung, aber auch teilweise für die Ausflügler ein gutes Stück. Das ist ähnlich wie eine Nahverkehrslinie oder auch eine regionalverkehrstaugliche Linie gibt. Ich persönlich, ohne jetzt zu tief im Thema drin zu stehen, würde davon das Thema Wassertaxis als solches eher separieren, weil das ja ein Mittel ist, das stärker einen individuellen Charakter hat und jedenfalls keinen Beitrag für eine wirtschaftliche Nutzung wird auch leisten können. Aber wie gesagt, der Gesprächsfaden ist aufgenommen. Es ist eine ziemliche Dynamik in dem Thema drin. Sie können versichert sein, dass die Landeshauptstadt, vertreten durch den Oberbürgermeister, hier sehr intensiv dranbleiben wird. Schönen Dank. Bitte. Die nächste Frage, Bündnis 90 Die Grünen, Frau Mühle. Ja, ich möchte mich mit meiner Frage mit einem konkreten Punkt an Herrn Scholbach anschließen. Und zwar befindet sich ja mit Antrag A085-20 ein Antrag im Geschäftsgang, mit dem die von der Haushaltssperre betroffenen Verfügungsmittel des Haushaltsjahres 2020 der Stadtbezirksbeiräte zu 50% wieder freigegeben werden sollen. Darüber hinaus soll mit dem Antrag erreicht werden, dass die ebenfalls von der Haushaltssperre betroffenen investiven Mittel aus 2019, die zum Jahresende an die Fachämter übertragen wurden, von der Haushaltssperre ausgenommen werden. Diesem, also dem zweiten Ansinnen, hat der Beigeordnete für Finanzen aus unserer Sicht mit einer E-Mail vom 15.05. Rechnung getragen, mit der klargestellt wurde, dass diese Mittel nicht von der Haushaltssperre betroffen sind. Nun ist bekannt geworden, dass auch die Verfügungsmittel der Stadtbezirksbeiräte für das Jahr 2020 wieder bis zu einer Höhe von 50% der Haushaltsansätze von der Haushaltssperre ausgenommen werden. Deswegen möchte ich fragen, sind diese Informationen richtig und können demnach gewählte Stadtbezirksbeiräte darauf vertrauen, dass ihre Förderanträge ohne Einschränkung nach der Fachförderrichtlinie im Rahmen von 50% der im Haushalt bereitgestellten Mittel beraten und beschlossen werden können, auch vor dem Hintergrund der ja nur noch kurzen Zeit jetzt bis zur Sitzungspause in den Sommerferien? Und ist vor diesem Hintergrund der Antrag A085-20 aus Sicht der Verwaltung obsolet? Vielen Dank. Die Beantwortung der Frage übernimmt Kollege Dr. Lammes. Ja. Okay. Danke. Und wann und in welcher Form werden die betroffenen Gremien über diese Entscheidung informiert? Und vor allem, und diese Anmerkung hat mir besonders der Kollege Schmählich mitgegeben, der heute leider nicht da sein kann, wäre es sinnvoll, wenn das Presseamt diesen Sachverhalt auch zur Kenntnis nehmen würde, um entsprechende Auskünfte bei Presseanfragen zu erteilen? Ja, angesichts der rührigen und nicht unbedingt immer präzisen Pressearbeit der Grünen Fraktion ist das ja fast schon arbeitsteilig, was wir hier machen können. Aber wir beabsichtigen eigentlich im Laufe der nächsten Woche dazu eine
entsprechende Verfügung zu treffen. Wie gesagt, soll ja auch Gegenstand der Beratung mit den Ältesten auch noch sein. Und eine abschließende Information wird dann spätestens in der zweiten Lesung des Antrages, den Sie nannten, gegeben werden im Finanzausschuss am 15.06.2020. Vielen Dank. Die nächste Frage, CDU-Fraktion, Herr Krüger, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, mit der Beschlussfassung zum Schulnetzplan hat der Stadtrat im Januar 2018 festgelegt, dass die Nutzung des Grundstückes an der Altenberger Straße 83 vorrangig für einen Gymnasialstandort in freier Trägerschaft erfolgen soll. In Ihrer Antwort vom 22. Januar 2019 auf die Anfrage meiner Kollegin Ahner zu diesem Thema haben Sie ausgeführt, dass dafür eine Ausschreibung zur Vergabe eines Erbbaurechtes durchgeführt werden soll. Dazu meine Fragen. Wie ist der aktuelle Stand der Ausschreibung? Wie viele freie Träger haben sich bislang um das Grundstück beworben? Und drittens, wie genau stellt sich die Stadt die weiteren Schritte vor, um schnellstmöglich den dringend benötigten Gymnasialstandort zu verwirklichen? Vielen Dank, Herr Krüger. Die Ausschreibung des Grundstücks Altenberger Straße 83 wurde erfolgreich abgeschlossen. Und derzeit finden Abstimmungen mit dem qualifiziertesten Bieter zum Vertragsentwurf statt. Nähere Informationen können in diesem Verfahrensstadium natürlich derzeit nicht gemacht werden. Dadurch, dass das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist, kann auch die Zahl der Bieter nicht benannt werden. Im Rahmen der Vorlage zur Vergabe des Erbbaurechts wird der Stadtrat dann über die Ergebnisse dort informiert. Mit dem fertigen Vertragsentwurf, dem notwendigen Gremiumumlauf und dem Gremiumbeschluss können wir grundsätzlich bei einem Vertragsschluss zum Ende des Jahres 2020 rechnen. Mit den voraussichtlichen drei zusätzlichen Zügen an Gymnasialplätzen in freier Trägerschaft wird dann ab dem Schuljahr 2024/2025 gerechnet. Die Stadtverwaltung hat auf die deutlich höhere Nachfrage an Gymnasialplätzen rechtzeitig reagiert, unter anderem mit der Neugründung des Gymnasiums Dresden-Johannstadt, des Gymnasiums Dresden-Gorbitz und des Gymnasiums Linkselbisch-Ost. Zusätzliche Kapazitäten werden zudem mit der Sanierung und Erweiterung des Gymnasiums Dreikönigskirche in der Neustadt und mit der Sanierung und Erweiterung Gymnasium Dresden-Plauen geschaffen. Der Neubau des Gymnasiums Dresden-Klotsche trägt ebenfalls einen deutlichen Teil hierzu bei. Ein weiteres Rückgrat bilden die neu entstandenen Gymnasialstandorte in Tolkewitz, das Gymnasium in Pieschen und das Gymnasium Ehrenfried Walter von Tschirnhaus. Bis zum Schuljahr 2024/2025 können die prognostizierten gymnasialen Schulplätze sichergestellt werden. Die Sicherung weiterer notwendiger gymnasialer Schulplätze durch Schulen in Freigarträgerschaft bildet künftig einen wichtigen Baustein, um einerseits die notwendigen Kapazitäten sicherstellen zu können, aber auch um eine attraktive und vor allen Dingen auch vielfältige Lernlandschaft in der Landeshauptstadt Dresden anbieten zu können, was wiederum auch ein Schlenker ist, eine Voraussetzung für eine umfassende Fachkräftesicherungsstrategie, ist einer unserer zentralen Bausteine, natürlich sowohl die Gymnasial- als auch die Oberschullandschaft so leistungsfähig wie möglich zu gestalten. Herzlichen Dank für die hoffnungsvoll stimmenden Antworten. Wir kommen zur nächsten Frage, AfD, Frau Dr. Schöps. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, ich komme noch mal auf das Thema Corona-Hilfen vom Freistaat und vom Bund für die Kommunen zurück. Um Wiederholungen zu vermeiden, muss ich allerdings meine ursprünglich eingereichte Frage etwas präzisieren. Derzeit sieht es ja so aus, dass besonders solide wirtschaftende Kommunen wie auch Dresden in der Vergangenheit überhaupt nicht in den Genuss einiger Instrumentarien kommen und faktisch damit eine schlechte Haushaltsführung belohnt wird. Das ist in meinen Augen ein falsches politisches Signal. Meine Fragen: In welchem Umfang kann im Vergleich zu anderen Kommunen die Landeshauptstadt Dresden überhaupt von den zum Beispiel 750 Millionen Euro des Freistaates, aber auch Bundesmitteln profitieren? Werden wir benachteiligt? Und der zweite Teil, abgesehen jetzt davon,
hört man ja auch, dass viele Kämmerer in Sachsen die Hilfen, die bewilligt wurden, noch nicht für ausreichend halten. Wie setzt sich also der Oberbürgermeister gegenüber dem Freistaat und dem Bund dafür ein, dass die Kommunen in der schwierigen Lage die nötige Unterstützung erhalten? Auch wenn sich abzeichnen sollte, dass infolge der Rezession die Lücken noch viel größer werden sollten. Vielen Dank. Die Beantwortung übernimmt Herr Dr. Lammes. Ja, sehr geehrte Frau Schöps, in der Tat, die Ereignisse sind manchmal schneller als die Fragenvorbereitung das zulässt. Ich nutze die Gelegenheit, auf einen ganz wichtigen Aspekt hinzuweisen. Die Interessenlagen in Kommunen sind durchaus unterschiedlich. Das kann die unterschiedlichsten Gründe haben. Wir haben unterschiedliche Strukturen, Ausgangsbedingungen. Wir schleppen unterschiedliche Lasten, aber auch Chancen mit in unserer Politik. Und es hat sich ein Satz bewährt, der ganz wichtig ist, nämlich, dass die Kommunen mit einer Stimme sprechen sollten. Deswegen engagieren wir uns sehr im Sächsischen Städte- und Gemeindetag und auch im Deutschen Städtetag, um genau solche Positionierungen hinzubekommen. Und das Thema, das sich jetzt auf Bundesebene beispielsweise mit nachhaltiger Wirkung durchzusetzen scheint, nämlich die Erhöhung des Anteils an den Kosten der Unterkunft, das ist ein Thema, das auch von uns mitentwickelt worden ist und nach vorne gebracht worden ist im Deutschen Städtetag und sich jetzt in der politischen Diskussion anscheinend durchsetzt, was auch sehr erfreulich ist. Aber wie gesagt, wichtig ist die gemeinsame Stimme der Kommunen. Dazu tragen wir bei und führen natürlich Gespräche auf allen Ebenen, in denen wir unsere Interessenlage bekunden. Und unsere Interessenlage heißt angemessene Finanzausstattung. Dafür haben wir in den letzten Tagen Schritte nach vorne gemacht und das ändert nichts daran, dass wir selbst auch einen Beitrag leisten müssen. Also die Welt ist nicht so, dass uns Bund und Land sämtliche Sorgen abnehmen und wir können einfach so weitermachen, als gäbe es diese Krisensituation nicht. Das wäre auch kein solidarisches Zusammenwirken in einem Staat. Gestatten Sie mir noch eine Nachfrage. Es ist ja diskutiert worden auf Bundesebene der Vorschlag, dass besonders verschuldete Kommunen jetzt eventuell die Altschulden mit abbauen könnten. Das wäre ja letztendlich auch ein falsches Signal. Ich habe das vorhin in der Fragestellung schon angedeutet. Dresden würde ja dann letztlich bestraft werden. Wie sehen Sie das Thema? Wir haben keine Altschulden, die der Bund übernehmen könnte. Und insofern wären wir von einer solchen Regelung nicht begünstigt. Ich denke aber, dass die Lösung, die jetzt gefunden worden ist, insbesondere die betroffenen Länder in die Verantwortung und in die Pflicht bringt, dass nämlich die Kommunen die Rückenwind bekommen durch die Entlastung bei den Kosten der Unterkunft, dass die dann auch in die Lage versetzt werden, jetzt endlich ihre Altschuldenpakete abzubauen. Aber das ist Länderverantwortung. Heißt auch, dass wir diese Verantwortung vom Freistaat Sachsen einfordern müssen. Erleichterung bei der Haushaltsführung klingt immer wunderbar. Wenn es aber heißt, dass man sagt, Kommunen macht ihr eure Schulden und das sind dann eure Schulden, es bleiben sie auch, dann ist das die falsche Lösung. Da müssen wir im Gespräch bleiben, auch mit dem Freistaat. Erleichterungen sind die eine Seite, nachhaltiger und für uns entscheidend ist die ausreichende Finanzausstattung. Vielen Dank. Und zum Abschluss der zweiten Fragerunde als Fraktionsloser Herr Aschenbach. Wirklich schade, dass der Chef nicht da ist. An der Stelle ganz liebe Grüße in den Urlaub. Aber ich bin mir sicher, jemand anders wird die Frage genauso bemerkenswert beantworten. Sehr geehrter erster Bürgermeister, in einer Demokratie sind Abstimmungen das wichtigste Mittel der Beschlussfassung.
Die Unverzichtbarkeit der korrekten Ermittlung des Ergebnisses erklärt sich selbst. Sollte es zu Fehlern bei der Auszählung kommen, so ist das falsche Ergebnis selbstverständlich ungültig. In der Sitzung des Stadtrats vom 23.04. kam es bei einer Abstimmung zu einem Fehler bei der Auszählung. Das Video der Sitzung zeigt, dass mindestens 25 Ja-Stimmen abgegeben wurden und nicht 18. Ein anderes Ergebnis der Abstimmung ist somit nicht unwahrscheinlich. Fehler passieren, das ist nicht schlimm. Man könnte meinen, in so einem Fall sei es im Interesse aller Demokraten, die Abstimmung zu wiederholen und das richtige und gültige Abstimmungsergebnis zu erhalten. Unter Berufung auf die Geschäftsordnung lehnte die Verwaltung das ab. Ein daraufhin von 23 Mitgliedern des Stadtrats unterzeichneter Antrag auf Neuabstimmung ließ der Oberbürgermeister ebenfalls nicht zu. Nun zur Frage. Bezweifelt der Oberbürgermeister den Videobeweis, auf dem die Auszählpanne nachprüfbar ist? Falls nicht, warum liegt es nicht im Interesse des Oberbürgermeisters, Beschlüssen das tatsächliche Abstimmungsergebnis zugrunde zu legen und die Abstimmung zu wiederholen? Vielen Dank, Herr Aschenbach, für die Frage, die ich in Vertretung des Oberbürgermeisters natürlich sehr gerne beantworte. Auch nach genauem Studium der Sächsischen Gemeindeordnung und der Geschäftsordnung des Stadtrates und im Vergleich zu den Statuten des Profifußballs habe ich eben festgestellt, dass es einen Videobeweis nach Gemeindeordnung in unserem Hausrecht nicht gibt. Ob der Profifußball mit diesem Videobeweis wirklich glücklich wird, würde ich jedenfalls anlässlich der Erfahrungen, die unser heimischer Fußballverein damit gemacht hat, auch eher anzweifeln. Nichtsdestotrotz, da es insoweit keinen Beweis gibt, gibt es auch keinen solchen, den der Oberbürgermeister anzweifeln könnte. Das von Ihnen angesprochene Videomaterial zeigt kein richtiges oder falsches Ergebnis, sondern es zeigt einen Ausschnitt von 49 Abstimmenden. Wie sich die restlichen anwesenden Abstimmungsberechtigten verhalten haben, ist offen. Das hat auch damit zu tun, dass die Regularien, die hier zum Livestream gemacht werden, der Transparenz dienen und der Möglichkeit, dass hier nicht anwesende Personen die Sitzung verlaufen können, aber es eben nicht als Instrument geschaffen worden, um hier in dem Sinne beweissicher zu dokumentieren. Deswegen hat der Oberbürgermeister auch folgerichtig gegenüber der Landesdirektion und dem Ältestenrat erklärt, ich darf hier zitieren: Im Übrigen erlaube ich mir den Hinweis, dass aus meiner Perspektive, Klammer auf, und ich habe als Sitzungsleiter den besten Überblick, Klammer zu, keine Mehrheit für Ihren Antrag gegeben hat. Hätte ich diesen Eindruck gehabt, hätte ich Selbstzweifel an dem mir übermittelten Ergebnis geäußert und die Abstimmung von Amts wegen wiederholt. Zitat Ende. Da niemand in der Sitzung einen Antrag auf Wiederholung der Zählung gestellt hat, war somit das gesellte Ergebnis der Ergebnisermittlung zugrunde zu legen. Eine erneute Zählung und die erneute Behandlung im Stadtrat scheitert an der Geschäftsordnung des Stadtrates bzw. der 6-Monatsfrist, die einen Verhandlungsgegenstand nicht zweimal im Stadtrat zu behandeln zulässt. Insofern das formal tatsächliche Abstimmungsergebnis ist das gezählte und in der Sitzung verkündete. Ein anderes tatsächliches gibt es nicht. Es würde auch nicht der Rechtssicherheit und Klarheit dienen, wenn nach Abschluss einer Sitzung Videobeweise auftauchen und berücksichtigt werden müssten. Im konkreten Fall wurde mit Mehrheit die Änderung der Sondernutzungssatzung beschlossen und im Amtsblatt bekannt gemacht. Es kann nicht im Interesse des Stadtrates selber auch liegen, hier Zweifel zu sehen, ob nun ein Beschluss endgültig zustande gekommen ist oder nicht. Ich lasse hier die Betrachtung zur inhaltlichen Substanz des Änderungsantrags der Relevanz zunächst außen vor. Es ist durchaus auch so, dass durch die Positionierung gegenüber der Landesdirektion dort gegebenenfalls eine andere Sichtweise der Dinge zu berücksichtigen wäre. Sobald die uns erreicht, würden wir die entsprechend natürlich auch umsetzen, ihre Verbindlichkeit vorausgesetzt. Jawohl. Eine erwartbare Antwort, vielleicht nur die Nachfrage, können Sie das bestätigen, dass man dort die beste Übersicht hat? Also es ist in der Tat so, dass dieser Saal in dieser Größe etwas schwieriger ist als die kleineren Säle. Aber in aller Regel, gerade wenn man das wie der Oberbürgermeister recht regelmäßig macht, überblickt man den Raum schon ganz gut. Und ich glaube jetzt, um auch ein wenig die Schärfe rauszunehmen, wir haben in der Vergangenheit
auch keine Fälle gehabt, wo entsprechende sofortige Hinweise hier war, was nicht in Ordnung noch aufgegriffen worden sind. Wir haben auch durchaus immer Fälle gehabt, wo es zwar an sich klar war, aber um es zu präzisieren, es nochmal klargestellt haben. Und ich glaube, das werden wir in Zukunft auch hinkriegen, ohne dass wir das in einer verschärften Form machen. Aber es ist völlig legitim, das nochmal rechtlich zu hinterfragen. Und dazu wird dann eine Antwort kommen. Dankeschön. Bitteschön. Wir haben damit die Fragestunde in zwei Runden beendet.